Herr Kollege Jarv. Es folgt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe heute für dieses Abkommen gestimmt, aber ich habe auch dafür gestimmt, dass wir dieses Abkommen heute abstimmen. Ich bin froh darüber, dass die Verzögerungstaktik, die offensichtlich bestimmte politische Gruppierungen dieses Hauses gegenüber der Ukraine anwenden wollen, dass diese Verzögerungstaktik heute nicht aufgegangen ist. Die Visa-Abkommen sind kein taugliches Mittel für Pressionsversuche gegenüber anderen Regierungen. Sie treffen nur die Bürger der betreffenden Länder. Und daher bin ich froh und glücklich darüber, dass heute dieses Abkommen, dieses Erleichterungsabkommen für die ukrainischen Bürger beschlossen werden konnte. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Frau Kollegin Makovej.